Also für einen Putzroboter, ne? Ich wollte mir eigentlich auch mal einen Putzroboter zulegen, aber wenn ich die Viecher hier so sehe, überlege ich mir das nochmal. Hatte doch noch. Bye! Die Dinger sind fies. Die Dinger sind richtig fies. Das heißt, wir können... Voilà. Ich glaube, das Magnesiumerz war das für das nächste, ne? Bin mir da nicht sicher. Schwarze Partituren, das Blutbinsen. Also ich hoffe wirklich, wir können danach bessere Spitzhacke bauen und eine bessere Axt. Dass wir dann tatsächlich auch mal das versteinerte Zeug. Okay. Bessere die Werkbänke upgraden können und so. Das wäre natürlich super. Also das ist das gleiche. Okay. Noch eine Kiste, aber eins höher. Das ist die, die wir vorhin gesehen haben, wahrscheinlich. Au. Jo. Boah. Ah. Oh, komm, Mädels. Explosivzeug. Sollte mal zwei Heilungen reinballern. Das ist hier. Wie ist das Geld genau drin? Warum kann ich das nicht mitnehmen? So, Treppenabschnitt. Das ist wahrscheinlich, um wieder komplett rauszukommen hier. Oben sind Tresor, ist auch uninteressant. Hier liegt so viel interessantes Zeug rum. Er nimmt es einfach nicht mit. Ne? Wenn ich mein Charakter gewesen wäre, ich würde das halbe Schiff auseinandernehmen. Man. Mehr Muni, sehr schön. Die Frage ist, oh. Das macht natürlich nicht Peng und räumt den Weg frei, ne? Warum auch? 2 von 3, okay. Verstehe. Ja, nur wieder. Masterpiece Dock in a Bottle, was? Und die letzte Leiter, sehr gut. Jo, dann haben wir alles freigeräumt. Dann geht es noch einen höher. Noch einen höher vor allen Dingen. Nee, oder es geht wieder höher, ne? Wo war denn jetzt diese...
Hier war das, ne? Oh. Heilung. Bosskampf. Nehmen wir. Okay. Ja, garantiert Bosskampf. Ja, hier so, das sieht voll nach Boss aus. Erstmal hier hinten noch. So. Wo ist Mianne eigentlich? Ach, da drüben. Die prügelt sich mit Viechern. Diamanten. Mianne, kommst du klar? Was ist das denn? Okay. Sieht aus. Zwar da unten ist noch eine Kiste. Müll werden. Okay. Liebesbrief. Okay. Da ist noch ein Steuerelement für irgendwas. Giglerkorb. Die Gigler sind also künstlich erschaffen worden für irgendwas. Nachher noch ein bisschen aufwärmen und dann geht das, ne? Ja, für das die grün ist, macht die ganz ordentlich Schaden. Diamanten? Also für uns hat es sich bis jetzt gelohnt. Ich hoffe mal, Trudi findet, was sie. Das sind die Forschungsberichte, die wir wahrscheinlich brauchen. Diamanten. Die gehen nicht kaputt hier, oder? Ja, explosiv. Hier weiter und dann. Ja. Ne, Bosskampf. Oder geht's hier einfach nur zurück? Ja, Bosskampf. Ich weiß nicht, ob ich da rein möchte, aber okay, wenn ihr das sagt. Den Roboter habt ihr gesehen, den großen, ne? Sprach für einen Freund. Stockwerk hat das Ding. Was dann? Eisendraht. Hier ist nichts weiter. Schade. Kaputt.
Nochmal Draht. Das habe ich ja auch schon mal erwähnt. Ich finde es sehr toll, dass du in den Story-Missionen einfach keine Ausdauer verlierst. Das ist super. Es wäre auch super, super mega, hyper unfair, wenn das so wäre. Weil dann müsstest du genug Zeug mitnehmen, um für sowas vorbereitet zu sein. Wehrmonie. Wieder so ein Laser-Heinz. Das hier war anscheinend die Küche. Oh. Das sieht nach Barren aus. Stahlstangen. Gewehrmuni. Sehr gut. Oh, das sind noch Kisten. Müllberg und aber immer so Stahl, weißt du? Großartig. Ein ganzes Fass Wasser. Ob wir das mitnehmen dürfen? Ich sage mal nein. Nö, neun Möbelstil freigeschaltet. Da stehen Wasserfässer. Ich meine, die könnten auch leer sein, aber mal nachgucken kann jetzt nichts schaden, oder? Jo, gleich da. Ja, ich glaube, wir sind wirklich ein bisschen overlevelt für den Bereich hier. Für den Bereich. Mhm. Sieht danach aus. Nee, noch nicht. Mädels, geht mal weg. Hier ist noch Loot. Masterpiece. Altaria One Station Memorial. Okay, cool. Das sieht doch gut aus. Jetzt können wir runter. Okay. Oh, wir sind im Cockpit, ne? Steuereinheit. Wollte eigentlich die Munition mitnehmen. Freundliche Erinnerung an die Mitarbeiter. Ja. Da ist noch Zeug. Benutzen. Ganz tolle Idee. Aber jetzt Bosskampf. Oh, look, it's a Starby. Hope it doesn't mind if we walk away with a little. Protect the specimen. Hausmeister. Be prepared. Das ist der Hausmeister. Was? Entschuldigung. Das Ding heißt tatsächlich Hausmeister. Ich werde bekloppt. Ah, erst die Arme, okay. Alter! Habt ihr gehört, was die Bürgermeisterin gesagt hat?
You gotta be squidding me. Also Squid im Sinne von, naja, ihr versteht. Au. So, nichts mit festhalten hier. Huch. Nee. Oh. Was zum Mutti. Na toll. Dann sollten wir ihn mal relativ schnell platt machen, sonst gehen wir hier hops wegen dem Lasergittern. Vor allem gepackten Schlüssel aus. Gut, erster Hausmeister. Wo ist der letzte Arm? Da. Bam! Das war einmal der Hausmeister. Shutting down. Ah, es ist so laut. Ja, ja, wir sind gut. Abwehrmechanismus, jo. Ein Tintenfilter, naja. Die, genau, die Maschinen, also das Zeug in den Maschinen ist der Schlüssel dafür. Hä? Was? Ach, das ist zu schade. Wir bauen die Maschine ab und bauen sie bei uns wieder auf. Einen Ausgang gefunden. Laut. Aber ja, gut. You went through a lot of trouble to get these materials. I appreciate your hard work. They do look interesting. I'll take them back to the farm and tinker around. You guys did good. I'll let you know if I get any results. Well done, builders. I think we can declare this mission a success. Nope. Neue Aufgabe, neue Ausrüstung. Verteidigung 103, Ausdauer plus 8. Was haben wir dann aktuell? Oh, ja gut. Oh, plus 67 Lebenspunkte. Verteidigungspunkte 109. Ja, trotzdem. Das ist, muss man wahrscheinlich mein Standardzeug wieder anziehen. Hatte ich ihn an? Hatte nur das an hier, ne? Ich weiß nicht mehr, was ich anhatte vorher. Großartig. Stimmt. 103 plus 8. Ja, das andere Ding ist besser. Ich meine, die Hazmat Suit ist auch nicht verkehrt, aber ich will nicht die ganze Zeit in so einem Ding rumrennen.
Okay. So, wie sieht's denn eigentlich questtechnisch jetzt aus? Das noch, das noch.